Ist, wie das Ganze so prinzipiell aufgebaut ist. Das ganze Kästchen hier ist unser Enterprise Linux Server. Und hier unten haben wir die Hardware. Die Hardware, Prozessor, Memory und so weiter, die kann man im laufenden Betrieb hinzufügen und wieder wegnehmen. Und alle virtuellen Maschinen teilen sich das. Und die virtuellen Maschinen, die laufen in einer Umgebung hier und sind voneinander abgeschirmt. Da gibt es eine Sicherheitszertifizierung, die heißt EAL5 und das ist dann genauso sicher, als wenn das zwei verschiedene Server sind, physikalisch. Und dann kann man darauf hier seine verschiedenen virtuellen Maschinen betreiben lassen. Und wenn man Server hat, die oft miteinander reden müssen, wie eine Datenbank und einen Applikationsserver, dann packt man die auf einen Server, dann muss es nicht alles übers Kabel und Router und Switches gehen, sondern kann hier von einem Server über unser internes Netzwerk mit dem anderen reden. Und eine andere Idee ist das, was man hier sieht, wenn man jetzt Server betreiben muss und man hat so eine gewisse Anzahl von Servern und man braucht einen mehr. Was macht man da? Kann man jetzt also ein Blade Center haben, dann ist das voll. Dann muss man ein neues Blade Center kaufen, um einen neuen Server zu betreiben. Oder wenn man hier so ganz viele Racks hat mit irgendwelchen Servern drin und das, was man hat, ist voll, muss man also auch wieder erst ein neues kaufen, um neue Server reinzustellen. Das heißt, bevor man eigentlich seine virtuelle Linux-Maschine betreiben kann, muss man immer erstmal viel Geld ausgeben in Infrastruktur. Und bei uns ist das anders. Da haben wir hier dieses Kästchen. Da haben wir also im Prinzip zwei Enterprise Linux-Server, den kleinen und den großen. Der eine hat eine Tür und der große hat zwei Türen. Und da kann man mit einer kleinen Konfiguration anfangen. Da hat er nur zwei Prozessoren und 64 Gramm. Und wenn man mehr Ressourcen braucht, dann ruft man die IBM an. Und dann schalten die ihm die Prozessoren, die da drin sind, frei. Und dann kann man da auch mehr laufen lassen. Das ist so die Idee. Das ist ja ganz schön cool. Ja, und was eigentlich auch ganz cool ist, ist hier unser Modell hier drüben, wo man diese ganzen Schichten sich in Ruhe mal angucken kann. Das hat zwei Seiten und vielleicht ist die andere Seite die etwas bessere.